Eigentlich wollte ich nur die Essensbestellung ausliefern. Und das habe ich auch gemacht, aber anders als gedacht. Aber dank dir steht roter Scheigei nicht länger auf der Karte, Mario. Ich schulde dir was. Warte mal, du bist rot. Genauso wie der Scheigei, den wir vor kurzem getroffen haben, aber nicht ganz so hübsch. Sorry. Fucking Burn, Alter. Die hat einfach kein Chill, so. Damn, Mädchen. Also, hast du vielleicht das Ding, das man braucht, um den Kanaldeckel zu öffnen? Nicht ganz so hübsch. Keine Ahnung, wovon ihr redet, aber den Haken habe ich gerade nicht bei mir. Seht mal am Hafen bei dem roten Backsteingebäude nach. Da sollte er noch liegen. Oh, vielen Dank. Sollen wir uns das mal ansehen, Mario? Halt. Damn, Brudi. Das ist halt... Die hat einfach... Einfach Shy Guy slain, so. Der ist einfach... Damn. Bin ich gut in Paper Mario? Ich bin der Beste in Paper Mario. Okay, hier geht's nicht lang. So viel dazu. Ninomaru, danke für deinen Sub. Okay, irgendwas im roten Backsteingebäude. Waren wir da nicht drin und kamen da nicht mehr weiter? Puh, ich dachte schon, du bist einer von diesen Faltgestalten. Abscheuliche Zeitgenossen. Ob da was drin ist? Könnte sein. Hab die gefalteten Gestalten, die hier ewig lang rumgewerkelt. Diese gefalteten Gestalten, die haben hier ewig lang rumgewerkelt. Hey, hast es ja krachen lassen, also mit dem Hammer. Die Kisten da, haben die sich bewegt? Ah, das dachte ich mir schon. Wahrscheinlich... Ah, da, okay. Ups. Ah! Scharenschlacht. Verdammt. Wie einfach weghüpft, man. So, bringt das eigentlich was, wenn ich das voll schnell hinkriege? Kenja, danke für 100 Bits. Wow, okay. Damn! Geht ab! Kaboom! Sehr gut. Das hier ist irgendwie sehr verdächtig, dass es hier so rumliegt, finde ich. Hm. Aha, guck mal, da haben wir den Haken. Sehr gut. Kanaldeckelhaken. Da ist doch ein Haken an der Sache. Wupp. Erstmal aus dem Fenster springen. Jetzt haben wir hier denn rumliegen. Keine Seilbahn.
Bald gehen uns die Süßigkeiten aus und die gute Laune. Schickt Hilfe und Süßigkeiten. Wie viele Wortwitze wollt ihr im Spiel haben? Nintendo, alle. War so schlecht, als wir aus dem Fenster springen. Aber war das ein Witz? Ich meinte das eigentlich ernst, dass wir aus dem Fenster springen, weil ich aus dem Fenster gesprungen bin. Ganz schön dunkel hier. Warum scheinen alle diesen Ort so toll zu finden? Kannst du Licht anmachen, Mario? Sonst tappen wir weiter im Dunkeln. I'm out. Oh, das ist süß. Das ist cute. Cooler wär's, wenn Peach ein PogChamp-Gesicht hätte. Das wäre halt insane einfach. Nichts wäre witziger. Sieh mal, das ist ja jemand. Wer ist da? Vortrefflich, ich bin gerettet. Oh, Mario. Ich musste die Flucht hierher antreten, um mich vor diesen grässlichen Falschschergen zu verstecken. Pardon, ich sollte mich wohl vorstellen. Ich bin der Kurator des Miko-Museums von Toadtown. Wir verfügen über eine herausragende Kollektion an Objekten, Musik, Schätzen, Origami und anderen erstaunlichen Dingen. Man kann ja kaum glauben, doch sogar das legendäre Seegefährt namens Super Marino befindet sich in unserem Besitz. Darf ich in Bälde mit einem Besuch rechnen? Das Museum ist geöffnet, selbst mit einem Organisator. Selbst mit all dem origamisierten Verbrechen in der Stadt. Museum Marino. Ich versuche mir lieber diese Worte als Gesicht des das Gesicht des Todes zu merken. Warum ist sie denn so ein Savage, Alter? Das ist ja unfassbar. Wie es immer näher gekommen ist, ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren, aber seine Worte waren vielleicht wichtig. Sollen wir uns dieses Museum in der Stadt mal ansehen? Gerne, aber nicht jetzt. Okay. Okay, cool. Meinung zum Battlesystem. Es stresst mich weiterhin irgendwie mega doll. Keine Ahnung warum. Es stresst mich übelst doll. Dieses Hin- und Herschieben der Gegner ist halt wack, so. Okay, wir gehen doch mal kurz ins Museum. Okay, vielleicht doch nicht. Okay, doch. Lass mal machen. Gehen wir kurz mal hin. Er war so nett, da kann ich nicht Nein zu sagen. Wahrscheinlich das Zeitlimit. Ich meine, du hast halt 20 Sekunden, glaube ich. Das heißt, du hast eigentlich voll viel Zeit, um da irgendwas zu machen. Ja, so krass ist das eigentlich gar nicht, weiß ich nicht. Ich finde es halt irgendwie cute, weil es halt so ein netter Twist an einem Turn-Based-Kampfsystem ist. Aber kann ja auch einfach super nervig werden. Ich schätze mal, das hier ist das Museum. Ich habe schon mal eins gesehen in Animal Crossing. Das sieht dem sehr ähnlich. Gehen wir mal rein.
Hey, Miss Chisumi-chan. Was geht? Mir geht's gut. Ah, werter Mario, willkommen. Dies ist dein erster Besuch im Miko-Museum, richtig? Dann lass mich dir erklären, wie hier alles funktioniert. Wir sammeln alle interessanten Stücke, die dir auf deinen Reisen begegnen, und stellen sie hier in der Galerie aus. Nun, dann das war es eigentlich auch schon. Wenn du jemals in einem Museum warst, hast du den Dreh sicher schon raus. Aber hatte ich erwähnt, dass wir nur Artefakte ausstellen, die von deinen Abenteuern stammen? Das ist einzigartig. Dieser Spezialisierung kann sich kein anderes Museum rühmen. Oh, und da wir gerade von einzigartigen Dingen sprechen... Im Moment sind wir noch etwas knapp an Ausstellungsstücken. Doch ein spektakuläres Stück würde ich dir gerne präsentieren. Und zwar die Super Marino, das legendäre Schiff des ebenso legendären Captain Toad. Oh Gott. Ist das nicht... Okay, nee, ist es nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie diese Pikmin-Rakete, aber die sieht ja anders aus. Und zum guten Schluss, wir würden uns überglücklich schätzen, noch weitere Pokale aus deinen Abenteuern auszustellen. Wir werden höchstpersönlich jeden einzelnen auf Hochglanz polieren, wenn dir nach deinem Besuch ist, wenn dir nach einem Besuch ist. Einen derart guten Service findest du in keinem anderen Museum, das lasse ich dir versichern. So, das war schon alles von meiner Seite. Viel Glück, Mario. Muss ich dir einen abgeben? Jetzt erstmal Fossilien ausgraben, Fische fangen, Insekten fangen, Kunstwerke von Rainer kaufen. Was wäre ein Weltklasse-Museum ohne seine Gemäldegalerie? Vermutlich nicht Weltklasse. Doch da wir uns nicht als... doch da wir uns als Weltklasse-Museum betrachten, finden Sie hier die Gemälde des Miko-Museums. Erkunden Sie einen Schatz aus kunstvollen Impressionen von der Ihnen bereisten Gebiete. Wie Sie Toad-Punkte sammeln, indem Sie Toads retten. Also habe ich doch eigentlich schon voll viele Toads gerettet, oder? Krass. Das sind doch die Teile, aus denen die Toads kamen, ne? Interessant. Super Paper Crossing. Stell dir vor, Animal Crossing im Paper Mario-Stil einfach. Insane, so. Wäre direkt besseres Spiel. Das ist ziemlich cool. Spannend. Halt, Peachs Schloss sieht auch in jedem Spiel anders aus, ne? Ich habe anscheinend sogar schon eins von diesen Dingern verpasst. Sehr schade, aber was soll's. Stimmt eigentlich, ne? Du bekommst ja keine XP, wenn du gegen irgendwas kämpfst. Also sofern dir halt einfach nichts reinrennt, macht es eigentlich keinen Sinn zu kämpfen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Really makes you think. Hutaro! Oh mein Gott, ich habe dich ja schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Vielen Dank für 31 Monate Sub. Für Münzen höchstens lohnt es sich, sehe ich da. Ha. Schauen wir mal. Bestimmt die müssen doch irgendeine Funktion erfüllen. Die kann nicht einfach nur da sein.
Oh Gott, da ist irgendwas Gruseliges. Verdammt. Oh Gott, das ist kompliziert. Das meine ich halt. Okay. Oh. Ja, ich glaube, das haben auch alle an Color Splash gehasst, weil die Gegner da auch alle useless waren. Ja. Mal gucken, ne? Oh nein. Oh nein. Ah, guess I die. So. Schätze, dann sterbe ich wohl. Lässt sich wohl nichts machen. Okay, perfekt. Toll angeordnet. Nice. Perfekt. Morgan Naruto, danke für deinen Sub. Prima. Okay, ich verstehe, dass wir das einmal so machen müssen und einmal so machen müssen. Perfekt. Es fühlt sich halt schon gut an, wenn du es schaffst, deine Attacken zu timen. Das ist schon ein bisschen nice. Kann ich hier rein? Nee, okay. Ganz schön dunkel hier. Warum scheinen alle diesen Ort so toll zu finden? Kannst du nicht Licht anmachen, Mario? Sonst tappen wir weiterhin im Dunkeln. Warum wiederholt sie ihren Dialog, Alter? Was? Ach so, weil ich hier weitergerannt bin, ne? Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Warte mal kurz. Okay, alles gut. Okay. Hey, eine Röhre, wo die wohl hinführt. Ich wette, du kannst es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Huch, hier ist ja alles unter Wasser. Wasser ist gar nicht gut, wenn man aus Papier ist. Ganz und gar nicht. Hey, Starmu Lover, was geht ab? Kann ich echt nicht ins Wasser? Fall, 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 Fall. Okay, dann halt nicht. Hmm.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Machen wir doch direkt nochmal. Hutaro, holy fucking shit! Danke für 100 Euro, Alter! Oh mein Gott! Dude! What? Damn, vielen, vielen Dank! Holy shit! Damn! Ultra krass, Mann! Danke, 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 danke! Dude! Insane, so! Das klappt richtig gut. Bleib immer so, wie du bist. Nur freue mich riesig auf das neue Projekt. Ich meine, du bist live dabei. Huch, das Wasser ist ja weg. Es ist sowas von weg, Alter. Es ist einfach weg, okay? Da-da-da-da. Kann ich eigentlich hier reinfallen? Gab es nicht mal irgendwo so ein Paper Mario, wo man einfach seine 2D-Mäßigkeit ausnutzen konnte, um so zwischen Stäben durchzugehen? In Paper Mario 2. Deswegen ist 1000 Year Door das beste Paper Mario. Proven once again. Na bitte. Oh, man bekommt ein Achievement, wenn man alle von diesen Dingern findet. Das ist cool. Freut mich sehr. Rudi, freut mich halt mega, Mann. Ey, so ein Umzug ist einfach fucking teuer und ich bin einfach echt gerade so wieder bei plus minus null. Daher hilft das unfassbar aus gerade. Ich meine, Super Paper Mario hatte ja dieses, okay, das war richtig dumm, glaube ich. Verdammt. Super Paper Mario hat ja dieses 3D-Ding irgendwie. Ich finde, das zählt fast nicht. Paper Mario 2 ist ja cool, kostet aber 270 Euro auf eBay. Es ist halt echt so, Mann. Das ist ultra teuer, aber halt Paper Mario ebenfalls, so das für Nintendo 64. Es ist halt insane, wie teuer das ist, Mann. Emulieren, Boy. Also, jetzt mal so ganz im Ernst, ich würde es auch emulieren, aber ich hätte es halt trotzdem ganz gerne. So, ich mag es, Spiele, die ich als Let's Play spiele, irgendwie zu besitzen. Es ist halt irgendwie, es gibt einem so ein angenehmes Gefühl, dass man es nicht komplett ausnutzt irgendwie, sondern auch irgendwie zurückgibt. Mario? Danke, dass du mich Ach, der kommt schon klar. Wie finde ich bis jetzt Paper Mario 6? Ich finde es charming, ein bisschen cute, ein bisschen süß. Das Kampfsystem ist so ein bisschen
insgesamt, haltet die Augen offen. Ich werde wahrscheinlich morgen so ein kleines Ersteindrucksvideo auf meinen YouTube-Kanal hochladen und dann da ein bisschen drüber reden, wie ich das dann halt finde. Falls ihr da so eine abschließende Ersteindrucksmeinung haben möchtet. Zählt offensichtlich als gerettet. Ich meine, hey, hat geklappt so. Hey, wir haben es geschafft. Wir sind am Eingang vom Pilzpalast. Coole Sache, das mit dem Kanal. Ich meine, wir sollten uns wohl nicht zu früh freuen. Wir müssen deinen Bruder finden und seine grüne Mütze. Dam, da, 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 dam. Dam, da, 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 dam, da, 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 da. Hm, was ist das denn? Ist dieser Schrotthaufen aus dem Palast geflogen, als mein Bruder ihn geraubt hat? Wie gefährlich. Wow, warum disst sie alles so krass? Was ist los mit ihr? Das sieht ziemlich schwer aus. Ich glaube nicht, dass wir das allein aus dem Weg schaffen können. Mach das Video bitte erst nach den ersten Bossen. Wie lange muss ich denn spielen, damit ich die ersten Bosse alle sehe? Honey J, danke für einen Sub. Bist direkt unter meinen Favoriten damit. Noch circa 2 Stunden. Okay, das kriegen wir hin.